Ich habe meine S23 Wallpaper geupdatet und in diesem Video zeige ich dir, was alles neu ist und wie du sogar noch was gewinnen kannst. Manche werden sie schon kennen. Ich habe ja für die Galaxy S23 Serie 9 verschiedene Wallpaper in den Farben der Geräte designt und die Wallpaper habe ich jetzt geupdatet. Es gibt nämlich 7 neue Farben. Bevor ich die dir gleich zeige, gibt es allerdings noch eine super Nachricht. Jeder, der die S23 Wallpaper in der Vergangenheit gekauft hat, kann sich die neuen Wallpaper kostenlos runterladen. Schau also einfach nochmal in deinen E-Mails bei der Bestellbestätigung. Da, wo der Download-Link ist, da klickst du einfach drauf, da kommst du zu der Gumroad-Seite, findest dort dann das Download-Paket und kannst meine Wallpaper oben links dann auch bewerten. Das würde mich sehr freuen. Aber schauen wir uns jetzt mal die neuen Wallpaper an. Zunächst habe ich die Wallpaper auch komplett rebranded, also sie heißen jetzt nicht mehr S23 Wallpaper, sondern Unicolor Wallpaper, weil ich finde, die gehören auf jedes Smartphone und nicht nur auf die S23 Handys. Die funktionieren auch mit jedem Handy. Ich habe zum Beispiel hier rechts mein iPhone und da habe ich auch ganz neu gerade hier die Titanfarbe. Also extra für die neue 15 Pro Serie habe ich hier auch die Wallpaper angepasst. Und wenn du dann das titanfarbene iPhone hast und dann das titanfarbene Wallpaper nutzt, sieht es richtig geil aus. Und hier links bei meinem S23 siehst du eine weitere neue Farbe und zwar so einen geilen Orangeton. Vor allem, wenn man dann die App-Icons noch so einfärbt und diesen unifarbenen Look dann hat, macht es halt besonders viel her. Ich zeige dir auch noch gleich dann, wie du das einstellst. Machen wir dann weiter mit zwei Blautönen. Ich habe hier links so ein helles Türkis, weil Türkis ja auch so eine Trendfarbe ist. Deswegen wollte ich dazu auch noch ein passendes Wallpaper anbieten. Und das Ergebnis spricht auch für sich. Das knallt richtig geil. Sieht richtig stylisch aus. Und ich wollte auch noch so ein dunkles Blau anbieten, wie es bei den iPhones jetzt der Fall ist. Da habe ich dann hier Blau und Schwarz so ein bisschen gemischt und da kam dann dieses Ergebnis hier raus. Sieht auch richtig cool aus. Ideal ist natürlich dann, wenn du das dunkelblaue iPhone hast und dieses dunkelblaue Wallpaper nimmst. Aber wie gesagt, die Wallpaper funktionieren auf allen Geräten, egal ob iPhone oder Android. Als nächstes habe ich dann hier so ein dunkles Lila, auch wieder mit Schwarz vermischt. Das sieht dann auch richtig geil aus mit den eingefärbten Icons und gefällt mir auch richtig gut. Eine meiner Lieblingsfarben ist dieses Dunkelrot. Ich habe hier ein Burgunderrot als Vorlage genommen. Du siehst, es ist ja auch wieder ein Schwarzrot. Das ist also auch wieder ein etwas dunkleres Wallpaper, aber es macht auch extrem viel her. Die Titanfarbe sieht natürlich auf dem S23 Ultra auch richtig geil aus. Gerade auch mit dem etwas bläulichen Widget hier oben. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Und auch das Gelb gefällt mir richtig gut. Hätte ich gar nicht gedacht, dass es dann so gut aussieht, aber das Ergebnis, finde ich, spricht für sich. Wenn du die Wallpaper auch haben willst, dann ist jetzt ein richtig guter Zeitpunkt, denn für die nächsten 24 Stunden gebe ich 10% Rabatt. Gib einfach im Warenkorb den Code TITAN ein und dann werden dir 10% abgezogen. Und das Beste kommt jetzt für alle Leute, die sich jetzt eins dieser Wallpaper Packs kaufen. Die sind automatisch im Lostopf für einen 100 € Amazon-Gutschein drin. Ja, richtig gehört, ich verlose einen 100 € Amazon-Gutschein. Und da hier deutlich weniger Leute als bei den Handyverlosungen mitmachen werden, sind die Gewinnchancen deutlich höher. Also, falls du Bock auf die Wallpaper hast, schau in der Beschreibung, da findest du den Kauflink. Und wie du das Smartphone dann so einheitlich einrichtest, zeige ich dir jetzt anhand meines S23 Ultra. Zieh einfach zwei Finger zusammen, geh dann auf Hintergrund, Bild und Stil. Dann klickst du auf Hintergrundbild ändern. Und nachdem du die Wallpaper downgeloadet hast, wählst du sie einfach hier aus deiner Galerie aus. Wenn du das gemacht hast, gehst du einen Schritt zurück und gehst dann hier ganz wichtig auf Farbpalette. Und das aktivierst du dann. Und dann kannst du hier unten die Farbe einstellen, wie deine Icons eingefärbt werden sollen. Da wischst du dann einfach mal einmal rüber und dann kannst du dir hier eine dieser Farben aussuchen. Ich nehme jetzt mal dieses Lila. Und tada, jetzt siehst du, wir haben das Wallpaper inklusive der lila eingefärbten App-Icons. Wenn du noch diese Uhr haben willst, das ist die Google-Uhr, da gehst du einfach in den Play Store, lädst dir die Google-Uhr runter und platzierst sie dann oben als Widget auf deinem Homescreen. Und dann hast du diesen Look, den ich auch immer habe in meinen Videos. Also, wie findest du die Wallpaper? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich bin auf dein Feedback gespannt. 2 Wochen hast du Zeit und nutze den Code TITAN im Warenkorb, damit du 10% sparen kannst. Falls du noch mehr von mir sehen willst, dann folg mir doch auf Social Media für mehr Wahnsinn und Behind the Scenes. Alle Links findest du in der Beschreibung. Und jetzt kannst du hier links klicken, da kommst du zu meinem Wallpaper. Na los, klick drauf. Die sind saftig.